Hallo und willkommen zu den Showbox. Es geht weiter mit Rogue Lords. Wir gehen direkt mal nach Solomon City. Auf geht's. In Failtown, the inhabitants still curse Stingy Jack. He arrived well-dressed and ready to spend his money in the local stores. All welcomed him with open arms. Jack had lost none of his gall, and he had clearly made good use of the additional years of existence that he had cheated from me. However, the inhabitants came to realize that he grew rich at the expense of the naive and the miserable. He was eventually killed, his fortune disappearing as if by magic, and the inhabitants buried him in the mass grave of the cemetery of the forgotten. That is where my disciples must go. Dann auf zum Friedhof. My influence is growing. Oh wow, okay. Das ist extrem interessant. Wenn wir eine Fähigkeit opfern, bekommen wir eine in der höheren. Entdecken wir eine Eigenschaft. Zum Sensenmann. Wann ist der nächste Sensenmann? Hier oben. Ich muss auch ein paar Kämpfe machen, ne? Auf, komm, wir gehen da trotzdem mal hier rüber. By dawn, these lands will be mine. Jetzt haben wir hier einen Opferstein. Was für eine Fähigkeit opfern wir denn? Ich würde fast sagen, dass wir das Grauen opfern. Jetzt bekommen wir eine höhere. Choose quickly. Evil will not spread by itself. Nochmal Poltergeist oder Maskeneffekte werden einmal öfter ausgelöst. Mit zweimal Poltergeist hier reinzugehen, das wäre ja überaus mächtig. Komm, wir nehmen den Poltergeist mit. Dann habe ich die Chance, ein drittes Mal schon eine Golden zu bekommen. Und dann gehen wir hier rein. Masken gerettet. And plunge this land into chaos. Dass wir hier uns heilen müssen und dann bekommen wir 10 plus, genau. Als nächstes gehen wir hier zum Zufall. Zwei Kämpfe, wow. My disciples will have to fix that. Zwei Kämpfe, das ist natürlich super interessant und da können wir extremst hier am grauen Level schrauben. Aktuelle Chance auch von 1 zu 4. Beim nächsten haben wir eins von zwei bösartig zu bekommen. Zwei Fähigkeiten Schrecken in 5, das ist etwas weit weg. Ich glaube, wir holen uns die Fähigkeiten. Genau. Zwei Wellen, nicht vergessen. Schwermut.
to get my hands dirty again. So, dann kannst du Poltergeist mal auf ihn machen. Oder sie macht einfach hier Mauer. Was auch nicht verkehrt wäre, um den Schaden ein bisschen zu senken. Wir gehen hier auf Schaden. Okay. Er hat Regeneration, das wird ihm aber nicht viel weiterhelfen. Trigger mal. Dann bekommen wir nächste Runde auch ein AP plus. Jetzt lade du mal auf. Ich weiß, es ist etwas Verschwendung, aber wir machen das hier. Ich darf das Kriegsfall nicht vergessen. So, fügt Schwermut zu. Priesterin. Rein. Hier richtig gut. Was debufft sie denn? Windstoß? Aha. Kannst du das hier machen? Überhaupt kein Problem. Wir gehen jetzt nämlich mit Poltergeist auf sie. Migräne, Schwermut. Perfekt. Schaut euch den Angriff von Lilith an. Das ist unglaublich. Juhu, zwei Fähigkeiten. The humans will finally submit to my yoke. Physischer Schaden plus 1. Albtraum. Verringert kommenden Angriff. Um 8 oder hier Reichtum, Wärme. Wir nehmen den Reichtum. I am pleased with these offerings. Aha. Take them. Wir könnten seins steigern oder ihres auf Gold bringen. Machen wir das mal. Dann hätten wir schon Goldfähigkeiten. Nochmal? Oh mein Gott. Noch erwachen. Triggert den Effekt der Maske der weißen Frau beim Ziel. Aha, aha. Maske der Opulenz in Gold. Oder einen Poltergeist nochmal auf Gold. Das sind zwei Angriffe. Schaut euch das an. Damit kann man guten gerne mal einen Gegner sofort raushämmern. Schreckenseffekt in 4. Den machen wir.
So, dann Aufseher. Du machst Provokation. Du machst hier eine schwere Mut. Du kannst mal die Maske aufziehen, dann bekommen alle erstmal 2 plus Angriff und dann kannst du einen Poltergeist machen. Es ist so böse. Haut ihn sogar raus. Und vor allem durch Poltergeist wird ihr Angriff ja auch noch extrem hoch gesteckt. Schaut euch das an. Another night, another conquest. The nightmare is only beginning. AP in Kämpfen. Falls du eine Fähigkeit opferst. Ich glaube, ich mache das hier. 2 AP in Kämpfen. Dann bekommen wir hier leichteres Spiel. Wir gehen nicht zum Sensenmann. Wir gehen hier zum Kampf. No one stands against the Prince of Hell. Alle Eleven beginnen den Kampf mit der Hälfte ihrer erschöpften Fähigkeiten. Das ist nicht toll. I'm surprised any humans were able to survive the fetid vapors of this swamp. Schreckenseffekt in 4. Eine Fähigkeit 35. Aber da müssen wir 2 Gegner werden machen. Kein Problem. Auf den niedrigen Leveln ist das alles noch kein Problem, vor allem weil wir jetzt Poltergeist 2-mal auf Gold haben. Fresh meat. So, Provokation. Dann kannst du schwere Mut auf ihn machen. Sieht sie die Maske auf. Erste Sahne, er macht jetzt 2-mal Schaden. Den nehmen wir hin. Wenn wir Provokation machen, wenn wir das hier machen, und wenn wir das hier triggern, bekommen wir doch auch hier einen Kriegshorn, genau. Ein Medium und eine Exorzistin. Das Problem ist wirklich, dass ich fast nichts auf SP habe, ne? Das ist das einzigste Problem, was ich hier habe bei der Truppe. Aber das ist ein echter Luxus. Das sind 44 Schaden fast. Das haut sie fast raus. Dann können wir schwere Mut auf dich machen. Und den Ausklang. Warum nicht? Und das war's auch für dich. From now on you belong to me. Fear my rage. Beim Einsatz wird keine Macht des Teufels erbraucht. Hier bekommen wir nochmal 10, wenn wir zur Six-Quelle gehen. Aber wir gehen ja sowieso, glaube ich, den Weg da nach oben. Ne? Wir bekommen hier, dann da wird kein Einsatz.
Ich möchte aber Kämpfe machen. Die Eleven beginnen mit. Lass uns das mal so kurz durchgehen. Wenn wir hier sind, gehen wir dann darüber. Gehen dann hierher. Gehen hierher. Teleportieren uns hier rüber. Holen uns ein. Holen uns teuflische Essenz wieder zurück und gehen zum Sensenmann. Ganz easy. Jetzt ist nur die Frage: Sollen wir hier ein Portal öffnen? Weil ich will nicht mit halben Fähigkeiten anfangen, deswegen. Let's get down to business. The only limit to my power is my imagination. Müssen wir das so machen. Juhu, da haben wir sogar noch ein Event. Maximale Lebenspunkte. Physischer Schaden. Ein Sandsack. Wir brauchen Okkultismus und Verängstigung. Ist ja sie wirklich das Beste, was wir haben? 8 Lebenspunkte, 1 physischer Schaden. 18 Lebenspunkte, die kann man eigentlich fast nicht wegschmeißen. Indeed, this is no task for a peasant. Ich kann das nicht ungeschehen lassen, hier die 18 Lebenspunkte, die braucht sie. Unterwegs erregt plötzlich ein Schrei die Aufmerksamkeit. Es ist ein Bauer, der sich vor einer bedrohlichen Silhouette auf dem Feld erschreckt hat. Du wirfst einen genauen Blick darauf und stellst fest, dass es lediglich eine Vogelscheuche handelt, keine Höllenbestie. Aber vielleicht kannst du diese Situation zu deinem Vorteil nutzen. Es wird nicht lange dauern, bis der Bauer es sein Irrtum erkennt, die weiße Frau muss schnell handeln. Erwecke die Vogelscheuche zum Leben. Machen wir das hier. Die weiße Frau stößt einen entsetzlichen Klageschrei aus, der den Bauern das Blut in den Adern frieren lässt. Der Nachthimmel deutet lediglich ihre Silhouette an, sodass er fast ein Zwilling der Vogelscheuche wirkt. Der entsetzte Bauer ist dir ausgeliefert. Was machst du mit ihm? Aha, da kann man die Seele verschlingen oder hier kann man wahrscheinlich unseren Ruf erhöhen. Das machen wir. Die Geschichte des Bauern wird sich wie ein Lagerfeuer durch die Nachbardörfer verbreiten. Bald werden die Einheimischen so viel Angst vor den Schatten haben, dass sie auf dem Feld herumwandern, dass sie schlaflose Nächte in ihren Hütten verbringen. Jetzt bekommen wir nämlich noch ein Relikt. Das schauen wir uns später an. Nicht einmal die Maske des Todes ist so einflößend wie mein Gesicht. You have to know how to prod destiny in order to remain powerful. You have to know how to prod destiny in order to remain powerful. Ein neues Relikt. Okay, der Effekt von Schwermut wird allen Feinden hinzugefügt, wenn der Baron den Zustand triggert. Das ist heftig gut. Die Succubus-Kette, die haben wir noch niemals geholt. Meisterin der Lust. Jedes Mal, wenn ein Feind Schaden erleidet. 1 plus Ladung. Heile jedes Mal, wenn Lilith eine Fähigkeit ersetzt, die Schaden zufügt, ebenso viele LP und SP wie die Ladungen, die bei Lilith kommen. Oh. Meisterin der Lust ist quasi dann ein Heilspruch. Was gar nicht mal so schlecht ist, ne? Ist nicht schlecht für sie. Vor allem, obwohl wir haben ihn als Heiler. Lilith kann nun jeden Eleven anvisieren.
Dann können wir quasi jeden für 0 Eigenschaften geben, aber auch den Zustand anvisieren. Ich glaube, ich mache mal das antikes Amulett. Und dann haben wir hier einen Hof. Das antike Amulett ist ja eins seiner Spezialgegenstände. Okay, sie greift ihn an, sie greift sie an. Dann machen wir erstmal hier provozieren. Sollen wir noch die Wärme ausspielen? Setz erstmal die Maske auf. Wie viel machst du denn? Wie viel Schaden? Du haust ja fast ihn raus, ne? Und es ist nur eine Runde. Du haust ihn also sogar raus. Okay, sie bekommt Migräne und er hat sich anvisiert. Das ist quasi, wenn wir jetzt den Zustand triggern, wird jeder betroffen, ne? Das ist cool. Sie gehen beide wieder. Ah, verflucht, ich habe das nicht gemacht. Er hat das gemacht, er hat das gemacht und jetzt muss sie noch angreifen. Hat ihn verwundbar gemacht. Erstmal hier Provokation. Fähigkeiten aufladen. Schwere Mut. Okay. Du kannst jetzt noch den Angriff auf alle machen, ne? Überhaupt kein Problem. Solange die nur seelischen Schaden macht. Und das war's auch für dich. Mit einer Feuerspur. War aber schon ein bisschen herausfordernd, der Kampf jetzt. To think that such a powerful relic was hidden in this rat hole. Jedes Mal, wenn du einen Schreckenseffekt erhältst, erhältst du ebenfalls 20 Seelen, erhöht die Beschaffung oder nach dem Kampf bekommt der Träger 2-2. Für sie ist es eher so unnötig. Und den Schreckenseffekt. Ich meine, wir sind in Kapitel 2, da kommt noch ziemlich häufig der Schreckenseffekt. Ich mache die Hilfe des sehenden Manns. Und jetzt kommt gleich, glaube ich, ein Schreckenseffekt. The dead sleep lightly. Cool. Mal schauen, ob ich die richtige Gegenstand eben gewählt habe.
Auf jeden Fall machen wir hier mal einen kurzen Cut. Sehen uns in der nächsten Folge wieder auf dem Friedhof des Schlüsterns. Bis dahin, macht's gut, ciao und habt eine gute Zeit.